Hi, willkommen zurück auf meinem Channel. Ihr habt ja letztes Mal schon gesehen, was ich so zu Dokomi aufgenommen habe, Fun-Videos, Cosplay, die Map gezeigt. Heute beschäftigen wir uns mit den Crummies, also mit diesen Cupcake-Dinger von Dokomi. Das Video lade ich auf jeden Fall erst nach dem ganzen Schnitzeljagd hoch, weil sonst wäre es unfair für die Dokomi oder für die anderen, die es nicht gefunden haben oder suchen oder nur teilnehmen, weil ich es denen jetzt zeige. Deswegen erst nach dem Einsendeschluss. Ich weiß noch nicht, wie viele Videos ich bis dahin produziert habe. Kommt auf jeden Fall dann so 6 Videos circa zur Dokomi hier. Vielleicht noch bin ich nur mit ein paar Freunden, die ich so kennengelernt habe, jetzt das Wochenende noch ein bisschen in Miracle unterwegs. Dann werde ich vielleicht auch noch ein paar Videos machen mit euch denen. Ja, legen wir mal los. Mal die Kamera wieder zu mir hier. So kann man es lassen. Also. Wir sind hier am Marktplatz, nenne ich es jetzt einfach mal, am Eingangsbereich und legen wir auch gleich los mit den Crummies. Ich weiß immer noch nicht, ob ich sie richtig ausspreche, ich hoffe es ja. Hier geht es dann wie gesagt zur Schnitzeljagd, hier kann man 3 tolle Dokomi-Pakete gewinnen, wenn man alle 10 Crummies auf der Crummy-Insel findet. Es sind insgesamt jetzt hier, wie steht, 10 Stück versteckt. Ich habe auch schon alle gefunden. Einen hat man mir helfen müssen, aber ich habe auch die anderen geholfen. Ja, man hilft halt die Leute mit. Einsendeschluss ist bis zum 31.05. Deswegen kommt das Video erst jetzt danach, weil wäre unfair. Falls die das ganze Datum nochmal erhöhen sollten, tue ich das Video später hochladen, weil ist ja klar. Ja, legen wir los. Crummy 1 versteckt sich nämlich gleich hier um die Ecke. Das ist hier hinten drin. Ja. Dann geht's zu 2. Also ich mache es jetzt einfach so durch, wie ich es für richtig halte. Damit ich euch das alle mal zeige. Die ist auch nicht schwer versteckt gewesen. 2. Die ist hier oben im Baum. Dann gehen wir weiter Richtung Stage, da ist der dritte versteckt. Dann nehme ich jetzt mal die Abkürzung hier über den Baum. Über den Berg. Crummy Nummer 3 versteckt sich hier hinter der Bühne. Haben wir jetzt auch schon. Dann können wir wieder hier runter gehen. Und laufen zum Masamune. Nee. Also sag ich, ist Masamune. Ja, es ist schon rein zum Matsuri. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer den falschen Namen im Kopf. Schön ist, ich habe jetzt mal eine neue Instanz noch aufgemacht, damit uns keiner stört. Hier sieht halt alles noch sehr aufgeräumt aus. Die letzten 2 Tage in dem Public Lobby waren natürlich schön sehr durcheinander, aber es hat Spaß gemacht mit den Leuten. Matsuri angelangt. Da hatten wir jetzt hier 3 Stände. Mal gucken, ob ihr alles seht. Ja, hier, da hinten und hier. Und zwar hier versteckt sich Nummer 3. Das versteckt sich hier so heimlich unten drin. Ich hoffe, ihr seht es hier unten. Dann geht es weiter zum Schrein.
Das ist auch relativ easy versteckt gewesen. Das sieht man jetzt hier schon leicht. Versteckt sich hier hinterm Baum. Mal kurz pausieren. Ah, ein kurzes Telefon. Wow. Dann machen wir weiter, dass es wieder nicht so lang wird, hoffentlich. Dann gehen wir hier wieder runter, weil oben am Schrein gibt es nicht mehr. Das war dann 1, 2, 3, 4, 5. Gehen wir zur Nummer 6. Bei Nummer 6 gehen wir wieder zurück zum Spawn. Hoffe, ich komme jetzt hier so schräg rüber. Nein, das ist der Fluss. Ich respawn mal schnell. Das geht gerade schneller für uns. Und gehen in die Künstlerallee. Hier in der Künstlerallee versteckt sich das hier zwischen zwei so Gebäuden drin. Und zwar hier jetzt. Auch relativ einfach zu finden, wenn man weiß wo. Drehen wir noch mal ein bisschen die Kamera rüber. Ja, hier unter mir jetzt hier. Ab jetzt, jetzt seht das gut, hier so da hinten. Das war dann Nummer 6. Dann gehen wir weiter zum Labyrinth. Da versteckt sich, finde ich, das, was am fiesten versteckt ist. Eins ist natürlich in der Mitte. Ich werde das aber erst zum Schluss machen, weil dann kann ich da kurz einen Speedrun draus machen. Ich werde mich wahrscheinlich eh fünfmal verlaufen. Ich lasse es drin, habt ihr was zu lachen. Aber hinterm Labyrinth war auch noch eins versteckt und das war relativ fies. Ich muss nämlich einmal komplett außen rumlaufen und ich habe am Anfang auch schon gedacht, das sei hinterm Labyrinth, aber hier war ja nichts. Aber der Macher hat es doch ein bisschen fieser gemacht. Es versteckt sich da hinten. Ja, kann man nichts machen. Er versucht ja auch, uns ein bisschen im Trab zu halten. So, dann gehen wir einmal komplett außen rum. Wie gesagt, Labyrinth hier mache ich jetzt dann gleich im Schluss. Jetzt gehen wir erstmal zum Leuchtturm da hoch. Und das sind dann unsere 8. und 9. Carby. Und zwar eine ist da unter der Brücke. Da muss ich ein bisschen runterziehen. Hier unter der Brücke ist einer. Hier unten drin. Und der andere versteckt sich jetzt dann da oben auf dem Leuchtturm. Der war auch relativ easy zu finden, der versteckt sich nämlich hier. Ich mach mal die Kamera, geh mal ein bisschen runter, dass ihr wisst, was ihr seht. Ach, meine Waffe von meinem Charakter. Der versteckt sich dann hier. Das war Nummer 9. Und jetzt brauchen wir Nummer 10 und ist genau in der Mitte hier vom Labyrinth. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder hier runter. Ich springe hier mal runter. Und dann gehen wir ins Labyrinth.
Von hier mache ich jetzt dann ein Cut, will ich jetzt nicht sagen, aber von hier aus lasse ich dann die Geschwindigkeit schneller laufen, dass ihr seht, wie ich hier durchlaufe. Ich bin schon viermal jetzt ungefähr durchgelaufen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es nur einwandfrei hinkriege. Ich glaube nicht, ich werde mich schon ein paar Mal verlaufen. Aber dann legen wir mal los. Das ist für die Lauftreppe rückwärts. Da war ich schon. Ich muss doch hier weitergehen. Ja, das war komplett Sackgasse. Zweite Mal. Das wäre doch erst richtig gewesen. Oh, wir sind in der Mitte angelangt. Und hier vor uns haben wir jetzt noch den 10. Krampi. Krampi? Ach, keine Ahnung, ich sag die Klappe immer falsch. Ja, wie gesagt, das waren jetzt die 10 Stück. Waren relativ schwer, mal einfach versteckt. Jetzt hier noch schnell raus. So, hier schön so einen schönen Kirschblütenbaum. Und dann wünsche ich euch Spaß mit dem nächsten Video, was ich euch mal dann zeigen werde. Aufs VR-Chat wird 3D-Druck. Okay, 3D-Druck habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe aufgenommen, aber noch nicht geschnitten. Werden wir sehen. Wahrscheinlich aktuell hier mehr Bock auf VR-Chat. Dann werden da aber noch ein paar Videos kommen. Dann bis irgendwann mal. Ciao.